Ich bin Jessica, 21 Jahre alt und studiere in Berlin. Und ich habe mir vor knapp 4,5 Monaten das Kreuzband gerissen. Der erste Vorfall war beim Skifahren. Da bin ich gestürzt und habe mir das Knie verdreht. Ich habe auch gemerkt, dass was nicht stimmt. Es konnte aber nicht genau diagnostiziert werden, was es war genau. 2 Wochen später war ich nämlich bei einer Freundin. Wir haben ein bisschen getanzt und ich bin blöd auf das Knie gesprungen und hatte dann auf jeden Fall auch dolle Schmerzen. Bin nächsten Tag direkt zum Arzt gegangen. Dort wurde dann auch wirklich die Diagnose bestätigt, also ja, vorderer Kreuzbandriss. Und ich wurde dann vor 3 Monaten operiert. Da war ich erstmal 3 Tage im Krankenhaus, habe danach eine Schiene bekommen, die das Bein immobilisiert hat. Und in der 2. Woche durfte ich dann umstellen auf die Genoa-Rexa, eine Schiene, bei der man die Bewegung des Knies, also den Winkel, einstellen kann. Ja, also direkt nach der OP war das erste Ziel eigentlich erstmal wieder normal zu laufen. Ich habe ja dann auch Physiotherapie bekommen. Der Physiotherapeut hat mir auch ein paar Übungen gezeigt, die ich zu Hause machen kann. Und inzwischen kann ich aber auch schon wieder Fahrrad fahren oder auch ja, meine Trainingsübungen mache ich weiterhin. Da hat sich die Schwierigkeit einfach erhöht. Also die Genoa-Rexa hat mir sehr geholfen, hat mir viel Stabilität gegeben, um wieder normaler zu laufen, vor allem das Knie vernünftig zu bewegen. Und gerade nachts hat sie mir sehr geholfen, dass ich wieder schmerzfrei auch schlafen konnte, weil man sich ja doch mal im Schlaf anders bewegt als kontrolliert, wenn man wach ist. Und da hat sie mir sehr geholfen.